Welcome zu einem Mallorca-Vlog. Wir haben diese wunderschöne Bucht gefunden. Das ist das Kleid, was ich anziehen werde. Kurz am Nervenzusammenbruch, Alter. Ich finde den einfach so geil, ist das krank geil. Caspar. Wir haben unser Essen. Ich mag den Cheesecake nicht. Ein unreleased piece zeigen. Ich habe so lange gewartet, einfach morgens mal aufzuwachen und einfach aus Lust zum Strand zu gehen. Wir haben diese wunderschöne Bucht Cala Lombards gefunden mit diesen richtig süßen Häuschen, haben da ein kleines Picknick gemacht, bisschen was gelesen und einfach sehr enjoyed. Natürlich auch ein paar Videos gemacht, wäre ja sonst gelogen. Ich habe diesen richtig süßen grünen Bikini von 99 an. Der ist so cool, weil man den einfach in verschiedenen Stils, Richtungen tragen kann und binden kann. Also hat man basically ein Bikini in 12 verschiedenen Varianten. Und dann haben wir ein bisschen Content gemacht und das Wetter war einfach so perfekt. Auch die Temperatur und es waren noch nicht so viele Leute dort. Und ich habe mich auch ins Wasser getraut, auch wenn es fast 10 Minuten gedauert hat, bis ich reingegangen bin. Wir wollten so coole Meerjungfrauen-Videos machen. Ja, manche sind cool geworden, manche eher ein bisschen weniger. Ich kann euch auf jeden Fall raten, früh zu dieser Bucht zu gehen, weil die extrem schnell, extrem voll wird. Wir waren wirklich sehr, sehr früh morgens da. Ich glaube so um 8 oder so. Und Sophie war die ganze Zeit im Schatten und ich die ganze Zeit in der Sonne, als wir noch ein paar Pictures gemacht haben, bevor wir losgegangen sind. Aber das Wasser hat so schön geglitzert. Es war wirklich ein Traum von morgen. Rise and shine und ich sage einfach nur, dass es so heiß ist, dass ich gefühlt einfach nur nackt die ganze Zeit rumlaufen möchte. Hello, hello and welcome zu einem Mallorca-Vlog, meine lieben Party-People. Ich melde mich aus dem sonnigen Mallorca und freue mich, euch die nächste Zeit mitzunehmen. Ich starte mal einfach mit einem Vlog. Ich dachte mir, Vlog für Sonntag wäre doch einfach mal wieder was Tolles, um euch mal abzudaten, was wir so gemacht haben bisher, was so auf dem Plan steht. Und wir gehen heute zu einer so geilen Reservierung. Das war so schwer, einen Tisch zu kriegen. Dementsprechend bin ich einfach sehr excited, euch dahin mitzunehmen. Wir werden jetzt gleich mal was lunchen. Und die Sophie ist gerade drin. Ich gehe jetzt mal zu ihr rein, nehme euch mit. Gebt dem Video schon mal einen Daumen nach oben, wenn ihr euch auf die Mallorca-Vlogs freut. Schreibt mal, macht mal in die Kommentare weiße Herzen, denn ich verlos was in diesem Video, habe ich gerade spontan entschieden. Weiße Herzen in die Kommentare spammen und bis zum Ende bleiben, damit ihr auch noch versteht, was ihr gewinnen könnt. Guck mal, da ist die Miss Crimson. Also, wir sind müde und ich habe verschlafen heute. Eigentlich hätte ich schon viel früher angefangen, diesen Vlog zu filmen. But this bitch had to get some sleep. Ich dachte mir, ich mache jetzt Spargel, dann nochmal einen Salat. Wir haben halt noch Restsalat, aber der ist auch schon alt. Der ist von vorgestern. Ja, den will ich eher. Vorgestern ist ein bisschen zu alt. Nochmal Spargel, Salat und dann können wir ein wildes Bruschetta machen. Leute, ich mache heute ein wildes Bruschetta. Bruschetta? Und das haben Sophie und ich erfunden. Eigentlich hast du das erfunden. Ja. Nee, du schert euch die Props, aber. Du hast den Namen erfunden. Und du hast gekocht. Und ich hab's gemacht, deswegen haben wir es erfunden. Ja. We are team, you know? Okay, also, ich mache jetzt erstmal die Schnibbeleisen. Ich hoffe ja, dass es jetzt mit der Klimaanlage sich regelt. Es ist zumindest nicht heißer hier drin. Ich möchte nicht über das Klimaanlagenthema sprechen, weil ihr fragt euch gerade, was ist los mit der Klimaanlage. Ich möchte nicht darüber reden, weil ich möchte einfach, dass es sich behebt. Genau. Es gibt kein Problem mit der Klimaanlage. Richtig. So, wir machen uns hier ein Sensühnchen an. Vielleicht mache ich das Sensühnchen auf dem Tisch. So, wir machen ein By the Sea an. Das war eigentlich Sophies least favorite, aber apparently this has changed. Ich habe mich irgendwie geirrt. Ich weiß auch nicht. Warum? Was war denn dein erster Gedanke? Ich weiß, ich fand einfach nur die anderen geiler. Nee, jetzt finde ich es doch total geil. Scheiße. ich muss mir eigentlich eher nochmal welche für zu Hause bestellen, dann bestelle ich eins mit. So eine Maus, ne? So eine Maus. Made by
Was war unser Witz gestern? Leute, wir hatten gestern so einen geisteskranken Lach-Slash. Da waren wir, glaube ich, auch schon übermüdet. Da waren wir übermüdet, überhungert, über, I don't know, auf jeden Fall ein bisschen drüber. Überdreht. Überdreht, genau. Guck mal, das sieht irgendwie so befriedigend geil aus, oder? Das sieht so marmorig aus. Ich finde das total toll. Marmorig? Marmor. Wie Marmor. Marmorig. Marmorig? Ey, ich habe ganz viel Schock, ich müsste eigentlich so ein Video machen mit dem Cranberry-Saft und dann so, when you know, you know. Aber mit dem Sound. Mit dem traurigen Lied. When you know, you know. Ja, dazu sage ich nur, when you know, you know. Ah, kannst du mir noch den Filter geben? Das wäre einfach ein Traum. Natürlich. Ich glaube, wir haben ein bisschen viel Aioli gekauft. Ach. Weil wir hatten noch ein großes von uns. Ja. Wir haben jetzt drei. Ja, ich sag euch. Bei Knobi spart man nicht. Noni. Okay, erstmal Cheers. Wir haben ja auch eine ganz krasse Ordnung. Jeder hat seine Aufgaben. Ja. Also die Aufgaben präsentieren? Ja. Was ist deine Aufgabe? Die Kaffee kocht. I attempt. Ich mache Kaffee. Und mach sauber. Ja. Das ist die Aufgabenteilung. Ja. Aber dafür koche und backe ich. Ich habe auch schon beides gemacht. Ich fahre die Karos der DJ und der Navigator. Stimmt. Ja. Den Job nehme ich auch sehr ernst. Die Karo modelt, ich fotografiere. Ja. Das ist die Dynamik. Die Karos der Sonne, ich bin im Schatten. Du bist mein Yin, ich bin ein Yang. Ja, das ist wirklich so. Ja. Ich mache lieber ein bisschen weniger Salat. Das war jetzt jedes Mal zu viel. Ja. Okay. Also nicht nur ein klitzekleines bisschen, aber nicht so viel. Ja. Nicht so viel wie bei den letzten Malen. Leute, ich hätte auch immer besser mit hier schnibbeln und schneiden. Die Tomate, die schnibbelst du wirklich ganz toll. Ja, ganz klein. Wir hatten gestern so eine TikTok-Idee, als wir in der Bucht waren. Abends, aber dort hatte ich kein Internet. Also. Was war nochmal die Idee? Was haben wir danach gemacht? Mit dem Ja. Das sind die, ich mache euch mal das TikTok hier drüber. Also, wie das wirklich geht. Und da redet man eigentlich nicht. Da sagt man nur was nach halt. Und dann hatten wir kein Internet und dann haben wir es einfach nachgesagt. Kannst du nochmal ein Bild machen? Aber wir haben doch schon 100 Bilder gemacht. Aber die sehen alle scheiße aus. Weil wir halt kein Internet hatten. Und wir dann halt auch nicht mehr genau wussten, wie das ging. Deswegen haben wir es einfach gesagt. Und es war einfach so lustig. Sophies Gesichtsausdruck war so richtig so. Und dann haben wir ganz cringe TikToks gemacht. Ich bin gespannt, ob die Leute das checken, dass es ironisch ist oder ob sie mich einfach wieder alle hassen werden. Also. Die Leute, die einfach mal ausgespielt kriegen, werden sich halt denken, was das für eine Sohle. Ja. Naja, soll leid. Da muss ich an das andere TikTok denken, was du gemacht hast. Welches? Mit dem Pool. Sollen die weiterreden? Wie geht es nochmal, dieses TikTok mit dem? Suck my dick. Ja, also dieses TikTok nicht, aber irgendwie. Doch! Ja, aber das Ganze, ich denke noch mehr. So fängt die an. Die fängt an mit, sag mal dick. Whatever you heard about me, times it by a million, if you think it's worse, if you think it's bad, make it worse. Ja. Ja. Und heute gehen wir, wie gesagt, in so eine richtig geile Reservierungssache. Das heißt, Kaspat, sorry, wir gehen in eine richtig geile Reservierungssache. Wir gehen in ein Restaurant. Wir gehen in ein Restaurant und da hat man so ein bisschen Slot, wo man dann anfangen kann, dafür zu reservieren. Und das ist richtig geil. Und ja, deswegen freue ich mich da sehr drauf. Ich wollte da schon die ganze Zeit hin. Ich will mal wissen, wie man das ausspricht. Caspatro. Ja, Leute, au! Ich zeige euch dann einfach mal, wie das wilde Bruschetta aussieht. Ich will euch jetzt hier nicht langweilen, Schnibbelini. Aber die Sophie kann ich gleich mal das Caspatro kurz zeigen, als kleiner Spoiler. Caspatro March. Caspatro March. Übersetzt auf Deutsch? Zars Patrouillenmarsch.
Also nicht bestimmt. So sieht es aus. Ja, man sieht es, glaube ich. Toll. Expectations versus Reality. Gucken wir uns nachher an. So, ich habe jetzt hier alles geschnippelt. Jetzt kommt der Salat drauf. Sophie reserviert einen Tisch für uns. Fürs Wochenende. .com, ja. Fürs Wochenende. Was ihr jetzt braucht für das Seasoning ist Olivenöl. Und dann, schaut mal, hier ist einfach auch Bowls. Haben auch schon Bowls gegessen, weil es einfach schnell geht und man es einfach mitnehmen kann. Aber man muss nicht kühl lagern. So, dann Balsamico. Dann grille ich jetzt noch ein paar Asparaguses. Die Hälfte ungefähr. Ups. Und jetzt mache ich den Asparagus in der Pfanne. Ja, die ist ein bisschen klein, aber YOLO. Also ich finde es total geil. Ich bin total beleidigt, dass ich es nicht bestellt habe. Was meinst du jetzt? Achso, by the sea? Ja. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Salz für den Salad. Und das ist jetzt das Festmahl, Leute. Die Sophie demonstriert euch jetzt mal, wie man ein wildes Bruschetta macht. Schritt 1, Baguette. Am besten getoastet, aber nicht verbrannt. Wenn möglich. So, Fresh Case. Wieder der Hälfte. Dann, es fällt halt die Hälfte runter, das ist normal. Im besten Fall, wenn es gerade ist, fällt auch nicht alles runter. Erstmal ist so. So, fertig. Guten Appetit. Guten Abend. So, Partypieps. Ich habe mich jetzt gerade geduscht und werde jetzt gleich runtergehen. Und ich werde jetzt gleich mich mit Sophie schminken und wir machen uns ready sozusagen. Ich mache jetzt gerade noch so ein paar Pflegeprodukte drauf. Ich liebe dieses Deo. Das riecht einfach so toll. Sol de Janeiro, auch die Body Sprays. Ich finde die so geil, weil man kann die auch einfach easy auf seine Haare machen. Also so ein Body and Hair Mist, weil ich mache so ungern Parfüm in meine Haare, weil es halt kaputt macht. Aber generell meine Extensions, die sind hier so am Abfryen. Generell habe ich das Gefühl, dass ich die bald einfach wieder wirklich wieder rausmachen werde. Weil es einfach zu heiß und zu kompliziert ist. Ich benutze jetzt auch so ein Rosemary Hair Oil, damit die Enden so ein bisschen nicht so frizzlig sind. Benutze das auch voll gerne bei meiner Kopfhaut. Ich habe euch das, glaube ich, in dem vorletzten Vlog oder so mal gezeigt. Genau. Und ich mache mir jetzt einfach einen französischen Zopf, damit die einfach an Ort und Stelle bleiben. Aber ich glaube, ich mache das einfach gleich, wenn ich fertig bin mit Schminken, weil dann kann ich die Haare noch so ein bisschen verwuscheln. Deswegen ist es jetzt erstmal die Haarfrisur. Und ich habe einfach mein Waschgel zu Hause vergessen. Deswegen musste ich dann am Flughafen mir eins von Clairol kaufen. Das Soothing Gentle Foaming Cleanser. Funktioniert bisher ganz gut. Deswegen kann ich nichts Schlechtes sagen, was ja auch mal toll ist. Aber man vergisst ja auch manchmal, dass man die meisten Sachen, die man in Deutschland kriegt, auch auf Mallorca kaufen kann. So. Dann nehme ich euch jetzt mal mit und dann machen wir uns ready und schminken uns. Das hier ist jetzt unsere Make-up-Station. Setup hier. Und wir schminken uns jetzt. Erzähl mal kurz, was dein Make-up-Favorite zur Zeit ist. Eins. Mhm. Pressure, no pressure. Ich finde die Mascara richtig geil. Mhm. Die Panorama. Ich habe die braune, weil ich finde das geiler. Hä, die gibt's in braun? Mhm. Stop it. Es ist sehr dunkelbraun, aber es ist nicht schwarz. Was? Das sieht aus wie schwarz. Ja. Maroon, dark brown. Stark brown, ist nicht richtig schwarz. Ist geil. Die ist halt nicht hell. Krass. Aber ich mag die lieber, weil sie bei mir so harsch aus. Okay. Ja, die finde ich sehr geil. Okay. Mein Make-up-Favorite zurzeit ist das Produkt von Labello. Ich finde den einfach so geisteskrank geil. Das ist einfach ein Labello mit Deckkraft. Und der sieht so schön aus. Du musst den heute echt mal ausprobieren. Der ist richtig, richtig, richtig schön. Die Farbe ist wirklich, 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 wirklich schön. Mit einem Lip Liner dazu. Das ist genau mein Ding. Ich habe nur normalerweise so einen Cream Blush. So einen Lip and Cheek Blush ist das eigentlich.
Aber ich will nie mit so einem Ding durch die Gegend gehen und es ist einfach dieselbe Farbe wie dieser Labello und deswegen ist es... Also der Labello hat dieselbe Farbe wie dieses Lip-and-Cheek-Ding. Und es ist einfach die perfekte Farbe, deswegen ist es für mich ganz toll, weil ich es jetzt so kompakt mitnehmen kann. Und ja, that is one of my favoritos. So, und jetzt schminken wir uns einfach mal ins Speedy Gonzales Level, denn wir haben... Ich will es nicht wissen. Ich will es auch nicht wissen, wir sind auf jeden Fall zu spät. Okay, deswegen, ich kann nicht vloggen, reden und mich dabei auch noch schnell fertig machen. Deswegen würde ich mich jetzt einfach mal abklinken und euch dann gleich wieder in Full-on-Make-up, wobei Full-on-Make-up ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber... Alter, mein Bronzer, der ist fast gar nicht mehr wie mein Bronzer, sondern eher so ein bisschen wie mein Hautton. Glaubst du, der ist zu dunkel bei mir? Ja, ne? Nö. Nee, der andere von YSL, der geile. Nee. Nicht jetzt, aber ich würde den vielleicht mal ausprobieren. Ja. Ah, das ist auch ein Make-up-Favorite von mir. Ich finde den einfach so toll. Der ist so schön. Das ist die Farbe, keine Ahnung. Eine schöne. Ja. Also, wie gesagt, ich kann leider nicht multitasken. Deswegen sehen wir uns gleich. So, ich bin jetzt fast fertig. Ich habe einen neuen Lip Liner ausprobiert, den ich mega toll finde. Der ist von Fenty in der Farbe Peanut Butter. Der sieht richtig schön aus. Oh nein, der ist mir einfach abgebrochen. Ist zu heiß. Ich würde sagen, der ist richtig creamy. Der ist toll. Und jetzt benutze ich mal das Labello, damit ihr das auch seht. Und die haben richtig viele Farben, ich glaube 5 Stück. Seht ihr die Deckkraft? Jetzt tupfe ich das nochmal ein. Das ist halt so meine Go-To-Farbe. Ich mag immer so ein bisschen mehr bräunlicheren Lip Liner und was rosigereres. Nicht richtig rosa, aber so rosiger auf den Lippen. Und dann vermische ich das mit dem Finger. That is the look. Und jetzt Setting Spray. So, dann ist das Make-up done. Und dann zeige ich euch jetzt mal mein Outfit. Wow, 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 wow. Nicht so schnell hier. Hammer. Das ist das Kleid, was ich anziehen werde. Es sieht so unfassbar schön aus. Dieses Mesh ist ein Traum. Dieses Pattern ist ein Träumchen. Und wenn ihr meinen ganzen Content gesehen habt, dann wisst ihr, dass das von 99 ist und morgen launcht. Ich schreibe euch alle Details nochmal auf den Screen. Wir haben das auch noch in einem Rock und einem Top, zeige ich euch auch gleich. Das hat dann die Sophie an. Aber Bluse. Eine Bluse. Ich schlüpfe da jetzt mal rein und dann nehme ich euch mal mit, wie wir das TikTok machen. Ich muss nämlich echt ein bisschen Gas geben. So, Party Peeps. This is our outfit. This is brand new. 99. Richtig, richtig geil. Das Kleid ist ein wenig see-through. Das kennt ihr schon von unserem anderen Mesh-Kleid. Der Rock ist doppellagig, das heißt, when you swirl around, there is no bikini or underwear showing through. Ich trage das Venus-Höschen drunter, also einfach ein Bikini. Und keine Nipple Pads, weil wir hier geguckt haben, dass es beim Top doppellagig ist. Ja. Und das hier ist wie der... Es hat einfach mehrere Lagen. Das ist genau... Wie unser Cupro Romantic Top. Nur ein Mesh. Und unsere lange Bluse sieht auch genau aus wie unsere Romantic Blouse mit den Rüschen. Richtig, richtig geil. Leg dich schon mal rein, ich muss dann. Aber wir müssen aufstehen, oder? Warte mal, stopp. Lass doch mal üben. Nee. Ich glaube, wir liegen einfach so. Nee. Und raus. Und erst beim dritten Mal stehen wir. Okay. Also beim ersten Mal im Liegen einfach nur so. Dann ist die Seite so. Und dann aufstehen. Und dann aufstehen. Scheiße.
war gut. Safe. Speicher mal und mach nochmal ein neues. Ich glaube, du darfst nicht so schnell aufstehen, weil du sonst schnell aus dem Frame bist. Ah, da darf ich nicht so weit. Ja, und beim dritten Mal schauen wir uns an. Genau. Wir laufen nicht, wir schauen uns an. Ja, ist gut, das nehmen wir. Ey, das passt voll gut zu den Kissen. So, und jetzt machen wir noch das andere schnell. Ich muss so hinter dir, dass man mich nicht sieht. Und du dann, auf welche Seite willst du von mir? Die. Okay. So. Party People, oh mein Gott, meine Strähne, die triggert mich so geisteskrank. Gehört die jetzt nach links oder gehört die nach rechts? Sie weiß vielleicht noch nicht, wo sie hingehört. Sie weiß nicht, wo sie hingehört und ich weiß es leider auch nicht. Sie kann einem nur leid tun. Ach, es triggert mich. Ich glaube, es geht nach da. Ich glaube eigentlich nicht, aber ich glaube, sie wächst nach da. Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt auf dem Weg zu Kaspar Tromatsch. Wir fahren schon fast eine Stunde. Ja. Kommen einen Ticken zu spät. Genau, die Reservierung war 17:45 und wir kommen um kurz nach halb an. Ja, so 20 das Minuten kommen wir zu spät. Also ganz ehrlich, die Spanier sind sowieso immer alle zu spät. Deswegen. Ich glaube, das juckt die auch nicht. Ich habe auch angerufen und naja. Sehen wir gleich. Wir fahren auf jeden Fall gerade durch Valdemossa und es ist so eine schöne Gegend. Hier habe ich mit der Kelly zusammen das Sunseeker-Set geshootet, was by the way auch gerestockt wurde. Also werde ich euch in der Infobox verlinken. Und es war so ein schöner Ort, wirklich richtig, richtig, richtig schön. Das Hotel Valdemossa ist auch wirklich ganz toll. Kann ich auch empfehlen für alle, die in dieser Ecke von der Insel sein wollen. Ein bisschen weiter weg geparkt. Ah, da ist es ja schon. Alter, das ist ja gar nicht mehr der Sonne. Oh. Ja. Kurz am nächsten Zusammenbruch, Alter. Semi, ne? Bilder gar nicht, geht gar nicht. Naja, might as well just enjoy our restaurant dinner. Aber hier sieht es ja mega süß aus. Mega schön. Ah, da hinten ist noch ein bisschen Sauna. Aber nur an diesem Steinstrand. Und deswegen hier, das ist schon krass. Party Bebel. Wir haben unser Essen. Let's fetch. Sophie hat einen ganzen Fisch. Vorspeise haben wir schon halb aufgegessen. Genau, das sind die Baby Squids. Das sind die. Oh nein, da oben ist eine Katze. Die Sky würde auch so ausrasten. Die Katze guckt aber auch richtig. Auch mit der Pfote. She's in the Tackle-Modus. Ach, guck mal, da oben ist ein Vogel. Total. Da. Aber wir sitzen so hinter der Ecke. Ja. Die Katze sitzt aber gar nicht. Leute, erinnert ihr euch noch an unser Malediven-Cheesecake-Debakel? Der sieht nicht smoked aus. Der sieht aber verkrunken. Der sieht nicht so gut aus, aber wir werden es testen. Okay, du machst dir immer den ersten Taste. Der sieht verkringelt aus, als wäre er so ein Alter. Also nicht alt gesessen, aber so ein. Als wäre er so ein Granddad.
war das? Gut? Ist jetzt nicht so ein New York Cheesecake, der ist ja frischkäsig. Gibt bestimmt Bauchschmerzen. Aber kann man essen auf jeden Fall. Hier sind so Amerikaner, die sitzen hinter Sophie. Und die reden die ganze Zeit, nicht die ganze Zeit über uns, aber schon sehr viel über uns. Und dann haben wir eben so gesagt, glaubt ihr, die Girls haben auch einen Brad? Nein, du hast mich missverstanden. Die haben gefragt, ob sie selber einen Brad haben. Ach so, ich dachte, die reden über uns. Nein. Was habe ich gesagt? Die haben gesagt, do you think we're having a Brad summer right now? Die vergessen auf jeden Fall, dass wir Englisch können und dass man sie versteht, was sie da alles sagen. Sagt der eine so, ich fahre viel besser Auto mit 3 Gläsern. Nein. Ich glaube, die denken, die Europäer machen das so, ist ein bisschen der Punkt. Ich glaube, die denken, weißt du, in Europa so, oh, die Spanier, die trinken auch auf allen frische Weine und fahren Auto. Und so. Die machen auf jeden Fall ganz viele Bilder, haben schon gefragt, ob wir Bilder von denen machen können. Die haben dann Brad Summer. Ich mag den Cheesecake nicht. Party People, wir sind so wo richtig auch, schön. Ja, also wenn mir jemand sagt, ne, dass wir peinliche Dinge machen, mit Fotos machen in der Öffentlichkeit, kommt mal hierher. Wir sind nämlich alle oben ohne und lassen sich von Touristen fotografieren. Also weiß jetzt nicht, was jetzt hier besser ist, ja? Danke. No judgment, aber I'm judging the people who judge us. Es gibt immer schlimmer. Schaut's Tour to Handle. Wir schauen Tour to Handle und ich kümmere mich um Sophies. Caro macht Lymphdrainage. Rechten Fuß und drücke das Wasser aus ihren Zehen raus. Geil. Hit me up, ich bin der neue Lymphdrainage-Massager. Ja, doch. Du hast Potenzial für eine neue Karriere. Ich hoffe, es schwillt jetzt nicht noch mehr. Nein, das geht gar nicht. Tour to Handle ist auf jeden Fall eine Serienempfehlung, die ich empfehlen kann. Die neue Staffel. Ist echt sehr geil. Staffel 6? Ja. 6. Und auch Are You The One auf RTL ist auch sehr geil. Ja, da gibt es halt erst 2 Folgen. Das finde ich immer so schade. Ja, aber das wird eine geile Staffel. Das merkt man. Safe. Das wird richtig witzig. Ja. Ich dachte mir, wir könnten später mal in den 99-Raum und ein bisschen spoilern. Oh, gibt es hier ein bisschen Behind-the-Scenes? Du darfst schon mal überlegen, was wir spoilern. Liegt alles in deiner Hand. Wann kommt denn das online? Am Sonntag. Okay. Dann überlege ich mir mal was Schönes, was wir da vielleicht zeigen können. Ich bin jetzt hier leider weiter am Arbeiten. Okay. Tschüss. So, Leute. Wir melden uns im Sleepy-Modus. Und die Sophie darf jetzt ein unreleased Piece zeigen, was wir noch nie gezeigt haben. Und du hast jetzt die Qual of the Wahl. Ich bin gespannt, was... Sollen wir auch was dazu sagen? Also willst du auch was dazu sagen? Gar nichts dazu. Okay. When you know, you know. Okay. 3, 2, 1, Action. Ist das denn? Ist das etwa dunkelrot? When you know, you know. Okay, reicht dann auch. So, Leute, ich fall gleich einfach tot um, meine Augen. Ich bin so unfassbar müde. Ich habe ja heute Morgen verschlafen und trotzdem bin ich einfach müde gewesen. Es ist jetzt 1 Uhr, ich musste gerade noch Kooperationen schneiden, meinen Feedplan und all sowas. Ich bin auf Mallorca nicht, um zu chillen, sondern ich will einfach genau mein Ding hier machen, wie ich es auch in Deutschland mache. Und trotzdem will man halt auch irgendwas Privates von dieser Insel mitnehmen. Deswegen wird die Arbeit hinten rangestellt und deswegen muss man bis um 1:45 auch noch was machen. Aber ich wollte euch noch eine Buchempfehlung geben und zwar lese ich gerade The Perfect Marriage und ich schwöre euch, ich wurde einfach so lange nicht mehr von einem Buch so krass gecatcht wie von diesem. Für alle, die Verity gerne gelesen haben, es ist in so einem Stil und ich finde, es ist bisher so unfassbar geil. Also, ich hatte über die letzten Monate anderes zu tun, als zu lesen, auch wenn das doof klingt, aber ich habe einfach ein sehr ausgewogenes Privatleben
Und dann hat man irgendwie nicht mehr so viel Zeit zu lesen, beziehungsweise ich nutze die Zeit dann irgendwie anders. Aber jetzt finde ich wieder die Zeit dafür und es macht einfach so Spaß. Deswegen eine kurze Empfehlung, falls ihr auch in einem Lesesommerloch seid oder so. Probiert mal das Buch aus. Es ist richtig geil geschrieben, auch wieder so aus zwei Perspektiven, was ich halt voll geil finde. Ich finde das halt richtig nice und ich habe irgendwie gemerkt, das machen relativ viele. So. Ja, I can empfehle it to you all. And I go now in the higher. Ich habe meine Brille einfach in Deutschland vergessen. Such a shame. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Es kommen noch mehr Mallorca-Vlogs. Also don't be sad. So, und ich dachte mir, ich verlose in diesem YouTube-Video drei Charms. Und zwar unsere drei neuesten Evil Eye Charms. Einmal in Blau, in Rot und in Weiß. Also schreibt gerne einfach in die YouTube-Kommentare, welcher euch zusagt. Euren Instagram und wieso ihr 99 so mögt. Ich kann meine Augen gerade nicht mehr öffnen, weil wieso auch immer mein Wimpernserum in meine Augen gelaufen ist und es brennt in my eyes. So, I will say good night. I love you all and we see each other in the next vlog. In aller Munde, in aller Runde. Bye. If you got it bad.